1071 Euro Erwerbsminderungsrente, wenn ich neben dem Hochschulstudium nur 5 Jahre Minijobzeiten habe. Ist das wirklich möglich? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Kann ich als Studentin, wenn ich nur wenig in die Rentenkasse eingezahlt habe und während meinem Studium einen versicherten Minijob gemacht habe, wirklich eine Erwerbsminderungsrente in Höhe von 1071 Euro bekommen? Eine sicherlich sehr spannende Frage. Ich habe eine Anfrage bekommen über das Internet und da hat mir eine junge Dame davon berichtet, dass sie eine Renteninformation erhalten habe. Und in dieser Renteninformation steht drin, dass sie mit den gespeicherten Daten bis zum 31. März 2023 rund 102 Euro Altersrente bekommen würde, wenn sie später mal die Regelaltersgrenze erreicht und sage und schreibe 1071 Euro Erwerbsminderungsrente bekommen würde, wenn man von einem Leistungsfall 31.03.2023 ausgeht. Das wollte ich natürlich auch genauer wissen, ob das tatsächlich so ist. Und da habe ich dann ein bisschen Schriftverkehr hin und her. Und da hat uns die junge Dame, dann ihre Daten mal gegeben und hat uns ihre Rentenauskunft gegeben. Und wir haben einfach mal gerechnet. Ich nenne die Anfragende unsere Susi. Die muss natürlich für die Berechnung herhalten. Und so nennen wir unsere Kundin, die gerne selbstverständlich anonym bleiben möchte. Also, unsere Susi ist am 17. März 1998 geboren. Das ist wichtig. Susi war immer fleißig und zielstrebig und hat bis zum 31. August 2015 nach Vollendung ihres 17. Lebensjahres ihr Abi gemacht. Gratulation! In der Zeit vom 1. September 2015 bis zum 31. August 2016 hat sie dann ein Jahr Berufsausbildung gemacht und hat in dieser Zeit 4.000 Euro verdient. Und diese 4.000 Euro sind auch im Versicherungsverlauf so eingetragen. In der Zeit vom 1.9.2016 bis zum 31.3.2023 hat sie studiert. Und ab dem 1. Januar 2017 bis zum 31. März diesen Jahres hat unsere Susi einen versicherten Minijob mit jährlich 5.400 Euro gehabt, wobei sie im Jahr 2023 dann monatlich 520 Euro bis zum 31. März 2023 erhalten hat. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass unsere Susi leider schwer krank wird und sie beantragt die Erwerbsminderungsrente. Und der Leistungsfall, also der Eintritt der Erwerbsminderung, soll in unserem Fall tatsächlich der 31. März 2023 sein. Ihre normale Regelaltersrente würde zum 1.4.2065, ausgehend von ihrem Geburtsdatum, für die gespeicherten Zeiten vom 18.3.2015 bis zum 31. März 2023 bei sage und schreibe 102 Euro liegen. Was glauben Sie denn, wie hoch tatsächlich die EM-Rentenansprüche der Susi sind, wenn sie am 1.10.2023 eine auf 3 Jahre befristete EM-Rente bei einem Leistungsfall vom 31.3.2023 bekommen würde? Sage und schreibe 1071 Euro und 81 Cent als Monatsrente brutto. Obwohl unsere Susi wirklich nur sehr wenig in die Rentenkasse eingezahlt hat und während dem Hochschulstudium tatsächlich diesen versicherten Minijob hatte. Und jetzt kommen Sie natürlich mit der berechtigten Frage, wie kann es denn sein, dass unsere Susi im Vergleich zur Regelaltersrente fast 1000 Euro mehr an EM-Rente bekommt, wenn wir davon ausgehen, dass die Rente zum 1.10.23 beginnt. Und die Antwort ist relativ einfach. Susi erhält ab dem Monat April 2023 bis zum März 2065 in Höhe von 29,3724 Entgeltpunkte eine Zurechnungszeit als beitragsfreie Zeit anerkannt. Und zwar wird für Susi im Rahmen der Grund- und Vergleichsbewertung ein Gesamtleistungswert ermittelt und dieser beträgt bei ihr pro Kalendermonat, der vor dem 1.4.2023 lag, bei 0,0597 Entgeltpunkte.
Jetzt werden Sie natürlich sagen, was sind denn 0,059 Entgeltpunkte? Das ist ja mächtig wenig. Stimmt wirklich auf den ersten Blick. Aber für die EM-Rente unserer Susi, so würde die Olsenbande, ich hoffe, Sie kennen die Olsenbande, sagen mächtig gewaltig. Denn diese 0,0597 Entgeltpunkte wird mit den Kalendermonaten der Zurechnungszeit, die Susi gutgeschrieben bekommt, multipliziert. Die Zurechnungszeit unserer Susi, also ab dem 01.04.2023, macht genau 492 Kalendermonate aus. Es wird also vom Gesetzgeber her so getan, als hätte Susi beginnend ab dem 01.04.2023 bis zum März 2064, ich muss mich korrigieren, ich hatte vorhin 2065 gesagt, durchschnittlich gearbeitet hätte, als hätte sie monatlich in dieser Zeit pro Kalendermonat 0,0597 Entgeltpunkte erreicht. Und aus dieser einfachen Logik des Gesetzes heraus ergibt sich, dass Susi insgesamt fast 30 Entgeltpunkte inklusive Abschlag von 10,8% erwirtschaftet hat, so dass sie doch mit dem wenigen, was sie eingezahlt hat, von 2015 bis 2023 doch eine recht hohe Rentenleistung erhält. Nochmal ganz kurz zur Erklärung, warum die EM-Rente für unsere Susi bei 1071 Euro liegt. Der Gesetzgeber sagt, wenn ich erwerbsgemindert werde, dann höre ich ja genau an diesem Zeitpunkt auf zu arbeiten. Ich kann dann nicht mehr arbeiten, ich zahle auch nichts mehr an die Rentenkasse ein. Bei unserer Susi war das genau der 31. März 2023. Und jetzt sagt der Gesetzgeber, Susi, du bekommst von uns eine sogenannte Zurechnungszeit. Die Zurechnungszeit bemisst sich praktisch ab dem Tag des Leistungsfalls oder einen Tag später bis zu einem bestimmten Datum in der Zukunft. Und das ist bei unserer Susi der Monat April 2064. Und der Gesetzgeber tut so, als ob Susi, obwohl sie erwerbsgemindert ist, weiter bis zum April 2064 gearbeitet hat. Die tatsächlichen Entgeltpunkte für die Beitragsleistung aus 2015 bis 2023 liegen nach meiner Berechnung bei 2,8732 Entgeltpunkte. Und daraus würde sich sozusagen die Regelaltersrente in Höhe von 102 Euro errechnen. Danke, liebe Zurechnungszeit. Näheres zum Thema EM-Rente und Zurechnungszeit finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.